Hier ist ein Lagerraum und noch ein Geist. Ist Lane. Oh. Du bist ja ein komischer Immerhin, guck dich mal nach Fallen um. Hier wäre nämlich eine Kiste zum Plündern. Oh, Edelsteine und etwas Gold. Wir haben keinen Platz mehr frei. Ups. Du hast hier doch noch Platz. Komm, gib den mal ab. Khalid. Trinkst mal ein. Minsk trinkt mal ein. Und Düna hier trinkt auch mal ein. So, da sind die mal aufgebraucht. Und Düna hier gehen die Kugeln langsam aus. So. Du brauchst wieder Pfeile. So. Kugeln. Stimmt alles. Den Zauber brauchen wir nicht. Den hebe ich mal auf. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Und hier ist nichts mehr drin. Nichts leichter. So, was hast du uns zu sagen? Ihr seid von weit her gekommen und habt viel gesehen. Aber nicht alle würden bleiben, diesen Ort. Nicht alle würden bleiben. Diesen Ort zu verlassen ist mein Angebot. Belastet den Geist nicht weiter und verlasst diesen Ort und den Wahnsinn, den er beherbergt. Den Rät darüber ist euer. Die Tiefen gehören den Toten, die nicht loslassen wollen. Vielen Dank, aber ich werde bleiben. Also die kann uns wohl raus teleportieren, aber dann kommen wir nicht mehr hier rein. Das ist dann schlecht. Das Licht ruft, ihr geht nicht. Ihr seid genauso dickköpfig wie mein Durlak. Ich werde euch fortschicken, wenn ihr wollt. Wollte ich, könnt ihr die Last genauso von seinen Schultern nehmen. Ja, gut. Also die sind beide irgendwie noch dazu verdammt, hier zu wandeln. So, dann gehen wir erstmal hier weiter. Ja? Gucken mal weiter nach Fallen. Ich hab genug davon. Fallen sind keine da, so wie es aussieht. Aber dafür sehen wir Gegner durch die verschlossenen Türen. Okay, das ist schon mal gruselig. Okay, einer ist besiegt. Und auch nicht. Ich dachte, der wäre tot. Jetzt ist er tot. Stimmt, Babe, der Alpe sterben ja in diesen roten Rauchwolken. So, okay. Was ist das hier? Noch eine Schmiede. Mich kümmert's nicht, ich hab genug davon. Immerhin, komm mal rein und such hier nach Fallen. Bis jetzt sehe ich keine. Oh doch. Im Schmelzofen ist eine Falle eingebaut. Ja, ich tue mein Bestes. Das ist ja ein komischer Kraut. Da sind wieder Speedöl und noch mehr Heiltränke. Also verbrauchen wir die gleich mal. So. Ein Geschwindigkeitsöl. Was wollt ihr? Ich hab was ist da noch davon drin? Ein Stein und Kugeln. Kannst du den identifizieren? Nein, aber mit dem Zauber. Knochenschlüsselstein. Knochenschlüsselstein, sehr toll. Okay, wir haben den Knochenschlüsselstein gefunden. Ja, ich hab was ist hier davon hinten in der Truhe? Ein Streithammer. Kriegshammer plus 1. Sehr toll. Dann kriegst du den auch mal. Was? Okay. Nah unter meiner Würde. Das heißt, es geht nur noch hier lang. So, von da kommen wir ja. Und hier wäre noch was. Mich kümmert's nicht. Ist das wieder eine versteckte Wand? Ich hab genug davon. Hallo, unsichtbare Wand. Ja, aber die ist verschlossen. Und ich kann sie nicht aufschließen. Ja, gut. Okay. Das ist vielleicht der Weg weiter, wenn wir Durlaks Rätsel gelöst haben.
Schauen wir erstmal hier rein. Ganz vorsichtig. Hier ist ein dicker Runenteppich. Also ja, das sieht so aus wie Runen. Erinnert mich fast schon ein bisschen an Dings, an Legend of Grimrock. Und was steht hier? Diese Statue stimmt an. Jeder, der sich über den Runenteppich wagt, wird niedergestreckt. Okay, dann haben wir ja keine große Auswahlmöglichkeit mehr, außer hier lang zu gehen. Und sind wieder hier. Okay, da kann man einmal im Kreis rumlaufen. Hier angefangen, einmal so rum. Hier hoch, darum und kommt wieder hier an. Und ihr geht bitte auch in die richtige Richtung. Das reicht heute langsam. So. Immerhin geht wieder vor, nach Fallen suchen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Hand. Und ihr folgt hinterher. Und hier ist wieder so ein komischer Maschinenraum. Was gut. Talisa, bedien mal diese Maschine hier. Diese Maschine scheint die Energie für ein Gerät im nördlich liegenden Raum zu liefern. Eine kleine Inschrift über einem winzigen Schlüsselloch besagt, Knochenschlüsselstein hier einstecken, um Runenfallen zu entschärfen. Ich habe den Knochenschlüsselstein doch, oder? Ja, habe ich. Ja? Ja, beinahe unter meiner Würde. Ihr seid zu weit entfernt, um das Gerät zu bedienen. Ah, als ihr den Schlüsselstein ins Schlüsselloch der Maschine schiebt, summt die Maschine für einen Moment und ist dann wieder still. Nichts leichter als das. Ihr seid sicher, dass etwas ausgeschaltet worden ist. Was? Nichts leichter als das. Ja, wohl der Runenteppich hier. Hm? Sehr gut. Das heißt, wir können hier über den Teppich latschen, hoffe ich mal. Ja, können wir. Und hier sind schon wieder solche Sterbebetten. Ah. Okay, eins können wir anklicken. Mich kümmert's, ich hab genug davon. Emoen, wo läufst du schon wieder lang? Ja, gut. Der Rest, der läuft alles brav in die richtige Richtung. Ja, nur du musst dich mal wieder querstellen. Hier sind zwei Truhen. Ja, zwei. Ist hier noch eine dritte? Nein, hier ist nur das Bett. Ich hab genug davon. Gucken wir uns mal die Truhen an. Die hatte eine Falle, eine Schleuder und ein Schild. Okay. Ah, Khalid hat solche Steine. Würdest du die mal wieder identifizieren? Langschild plus 2. Langschild plus 2. Dieser Schild wurde von Pelan von Tyr, einem berühmten Paladin, der für seinen unbestrittenen Mut und völligen Mangel an gesundem Menschenverstand bekannt war, bei den besten Zwergenschmieden in Auftrag gegeben. Als er hörte, dass ein roter Drache das Land verwüstete, bestieg Pelan sein Pferd und ritt in die Schlacht. Pelan und seine Rüstung konnten problemlos verdaut werden. Ein sehr toller Paladinfahrer. Doch der Schild verursachte dem Drachen ernste Magenbeschwerden. Er brach ihn wieder und für einige Jahre lag er auf seinem Schatzhaufen, bis er vom Sohn Pelans, ein Paladin, der wusste, dass es manchmal besser war, sich anzuschleichen, zurückgewonnen wurde. Die meisterhafte handwerkliche Ausführung des Schildes wird ergänzt durch einen permanenten Leichtigkeitszauber, wodurch der Schild sehr einfach zu handhaben ist. Rüstungsklasse Bonus 3 plus 1 gegen Geschosswaffen. Gewicht 4. Oh, der ist wirklich sehr leicht. Du hast Gewicht von wie viel? 12. Okay, dann gehst du uns mal an Khalid. Und du kannst irgendwo hin, wo du verkauft wirst. So, das andere ist eine Schleuder. Und für die haben wir keinen Zauber mehr. Müssen wir gleich mal rasten am besten. Nachdem Imoen die andere Truhe noch untersucht hat. Falle entschärft? Warum habe ich die Falle nicht gesehen? Okay, Klunkerchen. Und Rüstung. Okay, diese Klunkerchen hat Khalid auch schon. Ne, bei Klunkerchen, ich habe die hier oben vergessen. Und einen Haufen Gold. So, Klunker. Geht zu Khalid.
Das heißt, das hier geht zu ihr hier oben. Mich kümmert, ich hab genug davon. Ich bin wie befohlen. Und Dünner hier, du guckst hier nochmal rein und holst da den Rest raus. Ah, das ist nur eine Keule, okay. Du bist ja ein komischer Kauz. Kannst du irgendwas davon identifizieren? Nein, weder den Schreitkolben noch die Schleuder noch die Lederrüstung. Das heißt, wir nächtigen hier mal kurz. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Dass wir wieder Identifikationszauber haben. Was wollt ihr? Ah, ein großer Ghoul. Ihr habt so gut ihr kann. Der lähmt. Na, danke. Also gut, nochmal. Nicht noch ein großer Ghoul. Kann man hier nicht in Ruhe schlafen? Dankeschön. So, erstmal die Schleuder. Schleuder plus 3. Alas Drachentod. Niemand weiß den Wert eines wohlplatzierten Steins bei der Konfrontation eines größeren Feindes besser zu schätzen als Halblinge. Diese Waffe gehört einer jungen Frau namens Ala Sichertritt. Eine der wenigen von den kleinen Völkern, die Heim und Herd verlassen und das Abenteuer suchen. Der Legende nach hat Ala diese Schleuder verwendet, um einen geschärften Kieselstein durch den Schädel eines vorbeifliegenden grünen Drachens zu schießen. Okay, übertrieben. Allerdings landete der Stein nach einer anderen Version der Geschichte im Hinterteil der Kreatur und hatte damit mehr Lach als tödlichen Erfolg. Es sieht so aus, als zögen Halblinge den Unterhaltungswert der historischen Genauigkeit vor, wenn es um ihre Geschichten geht. Also die machen aus ihren Geschichten lieber Lachnummern. Okay. Die Lederrüstung. Lederrüstung plus 3. Okay. Über ein Jahrzehnt lang war Karaya der unbestrittene Meister des Krummkampfes in Kalimshan. Bekleidet mit nichts als einer dünnen Lederrüstung und stachelbesetzten Panzerhandschuhen, trommelte er seine Gegner in den Boden, während er ihren Schlägen gegenüber völlig unempfindlich zu sein schien. Schließlich wurde bekannt, dass seine Rüstung verzaubert war. Wütende Zuschauer warfen ihn in eine Grube mit einem Oger, der eine große Keule hatte. Die Bestie brachte es fertig, alle Knochen in Karayas Körper zu brechen, während die Rüstung so gut wie neu blieb. Okay, auch gemein. Und das letzte. Haben wir hier eigentlich nichts, was ich irgendwie loswerden könnte? Ah, ich könnte Khalid den Hammer in die Hand geben. So. Und was ist das hier? Als letztes. Streitkolben plus 2. Streitkolben plus 2, Krotans Schädelmalmer. Selbst die Horden haben ihre Helden und während sie in zivilisierter Gesellschaft verachtet werden, sind ihre Taten doch in einigen Fällen äußerst eindrucksvoll. Krotan war ein überaus intelligenter Ork, soweit man so etwas von Orks behaupten kann, der im Jahr der verlorenen Dame 1241 TZ eine sich ständig ändernde Legion von Ogern, Orks, Hobgoblins und ähnlichen kleinen Bestien kommandierte. Also sowas wie ein Kriegshäuptling, hä? In diesem Jahr entführte eine Gruppe von Ork-Banditen eine Edelfrau aus Tethir und tötete sie. Die Antwort der Herrschenden darauf war ihrer Erinnerung nach der Völkermord an den Orks im gesamten Süden. Ja, sehr radikal, hä? Krotan organisierte die Verteidigung und erreichte damit, dass sein Volk nicht ganz und gar vom Erdboden verschwand, sondern nur vertrieben wurde. Krotan selbst fiel gegen Ende des Konflikts und sein Kopf wurde vor dem Friedhof ausgestellt, auf dem die junge Dame begraben war. Am Rande bemerkt nannten die Orks diese Zeit das Jahr des Zuweitgehens. 1W6 plus 3 plus ETW von 2. Okay, mal gucken. Du bist ja der Kriegshammer plus 2, das heißt, du hast auch ein ETW von 2. Du machst 4 bis 7, 5 bis 8 Schaden mit dem einen elektrisch. Du machst wie viel? Du machst 4 bis 9 Schaden.
Ist damit schon ein Ticken besser. Und du hier, du machst 4 bis 10 Schaden. Damit bist du am besten eigentlich. Ja, okay. So, ja, wir könnten jetzt theoretisch hier auf das Bett klicken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Spiel speichern. LP043. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.